Wie sind die Beförderungskosten grundsätzlich geregelt? Fragezeichen. Nun, der Grundsatz lautet: Warenschulden sind Hohlschulden. Also, wer trägt die Beförderungskosten nach diesem Grundsatz? Das kann man natürlich einzelvertraglich ganz anders vereinbaren und tut es oft auch aus Marketinggesichtspunkten. Die Beförderungskosten nach diesem Grundsatz trägt der Käufer. Es sind seine Hohlschulden. Das ist der Grundsatz. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.